Moin Moin, schön, dass du wieder bei Self-Inspection dabei bist. Ich war am Wochenende am Nürburgring mit Jerome arbeiten. Dort haben wir uns leider einen leichten Sonnenbrand zugezogen. Deswegen dachten wir uns, hey, wieso geben wir dir nicht heute einfach mal ein paar Tipps zum Bräunen bzw. zur braunen Haut an sich. Mein Name ist Sascha, los geht's. Verantwortlich dafür, dass unsere Haut braun wird, sind die sogenannten ultravioletten Strahlen, kurz UV, die das Sonnenlicht produziert. Diese bilden jedoch nur einen geringen Anteil aller Strahlen. Etwa die Hälfte ist sichtbares Licht, ca. 44% empfinden wir als Wärme und nur 4% setzen sich aus UVA und UVB-Strahlen zusammen. UVA und UVB-Strahlen können beim Eindringen in unsere Haut unsere DNA schädigen und erhöhen somit das Risiko für Hautkrebs. Zum Schutz hat unsere Wunderwaffe Körper natürlich Zellen in den unteren Hautschichten, die das Pigment Melanin produzieren. Melanin lagert sich wie eine Kappe über den Zellkern und die Folge, unser Erbgut ist geschützt und gleichzeitig wir werden braun. Das funktioniert ähnlich wie mit einem schwarzen T-Shirt in der Sonne. Das schwarze T-Shirt kann mehr Sonnenlicht absorbieren und in Energie, also in Wärme umwandeln, als zum Beispiel das weiße T-Shirt. Ja, das Ganze passiert natürlich nicht von heute auf morgen. Der körpereigene Schutz muss sich langsam und stetig aufbauen. Wenn wir aber in den Urlaub fliegen, sind die Unterschiede der Sonneneinstrahlung oft zu groß. Außer du fährst nach London. Um den Körper langsam an die neuen Anforderungen zu gewöhnen, solltest du Sonnencreme verwenden. Hierbei solltest du unbedingt darauf achten, dass die Sonnencreme deiner Wahl UVA und UVB Schutz hat. Aber wie wird man trotz Eincremen eigentlich richtig braun? Was ist passives Bräunen und warum ist es gesünder? Hier die Antworten zu diesen Fragen und ein paar Tipps für eine langanhaltende, gesunde Bräune. Unsere Haut erneuert sich im Durchschnitt alle 28 Tage. Im Prinzip bin ich also nicht mehr derselbe wie in meinem ersten Video. Ziel sollte also sein, braun zu werden und dann diesen Zeitraum möglichst maximal auszureizen. Deshalb ist das Wichtigste, die Sache langsam anzugehen, außer du heißt Jerome. Zwar wird man durch Eincremen langsamer braun, wenn du dich nicht eincremst, riskierst du allerdings einen Sonnenbrand und somit eine frühzeitige Hautschuppung. Passives Bräunen geschieht durch abwechselndes Sonnenbad und Aufenthalt im Schatten. 85% der Sonnenstrahlen werden durch Sand, Wasser und Gebäude reflektiert. Du wirst also auch im Schatten braun und das auch noch schonender und gleichmäßiger. Neben dem passiven Bräunen ist das zweite Stichwort Körperpflege. Der größte Feind ist hier die Trockenheit. Bodylotion für die äußere Anwendung und genügend Flüssigkeit, wie hier beschrieben, für die innere Anwendung. Hauptaustrockner sind Chlor, zu viel Deo und zu heißes Duschen. Wenn du dich hier zurückhältst und einen Sonnenbrand meidest, dann steht deiner perfekten Bräune nichts mehr im Weg. Das war's auch schon wieder. Ich hoffe sehr, dir hat das Video ein bisschen gefallen. Wenn ja, schreib's in die Kommentare oder lass ein Like da. Das war Self-Inspection. Mein Name ist Sascha. Mach's gut.